Und jetzt sind wir schon beim Blindsee angekommen. Da ist schon wieder ein bisschen mehr los wie gestern, aber trotzdem ein richtig cooler See mit tollem Panorama. Und da oben geht dann morgen der Trail vorbei, habe ich gerade schon erfahren. Wow, das ist tapfer. Nachdem die anderen beiden schon so tapfer im Wasser drin waren und wir ja schließlich keine Dusche haben und nach der Tour ein bisschen abwaschen nicht schadet, musste ich dann auch noch nachziehen und es war zum Glück weniger schlimm als gedacht. So, bei uns ist jetzt abspülen und Zähneputzen angesagt. Und Mucken. Mucken sind da Millionen. Ja, Mucken sind auch da. So, neuer Tag. Wir sind heute mit Blick auf den Blindsee erwacht. Wir haben ja ein bisschen technisches Problem gestern gehabt mit dem Paktl. Ja. Uns ist bei einem Auto die Vorderbremse der Sattel stecken geblieben. War jetzt nicht cool, ich habe das gar nicht so gecheckt und geschaut. Und ja, jetzt sind wir dann noch gefahren. Ich habe halbwegs so gelockert, dass ich noch fahren kann. Dann wollten wir noch wohl stehen bleiben. Es ist dann auch nicht gegangen. Und dann waren wir zum Umschlagplatz und sind jetzt dann Secret Place übernachtet. Ja. Weil es ist ja in Österreich nicht so legal. Nein, mit der Bergwacht vertreten, ja, dass wir dann ein Problem haben und wir da stehen bleiben können. Die Bergwacht hat gesagt, das passt dabei. Genau, die waren sehr nett. Als Info. Aber hier stehen macht keinen Sinn. Also die kontrollieren alles. Richtig, ja. Es kam dann auch nochmal ein Jeep und der hat mich gefragt, warum wir jetzt hier stehen, ob das erlaubt ist. Und dann hatte ich nur gemeint, halt, was passiert ist, eben, dass wir einen technischen Defekt haben und dann sind die gleich wieder abgefahren, weil die sind wohl auch schon kontrolliert worden. Also. Hier wird absolut alles kontrolliert. Beim Blindsee sind, glaube ich, 20 Wohnmobile abgefetzt. Ja, das kriegen wir wirklich. So weit. Aber der Blick ist geil, oder? Der Kaffee steht auf der Flamme und ich genieße gerade noch die Aussicht über den See. Der hat sogar eine kleine Insel. Mal ein bisschen fokussieren. Wow, ist echt cool. Bin gespannt auf den Blindsee-Trail heute. Hier wird gerade fürs Frühstück aufgebaut. In wirklich absolut bester Kulisse. So, jetzt hocken wir schon beim Frühstück. Es gibt Kaffee mit Milch. Ja. Man kann ja nicht auf alles verzichten. Ja. Und Müsli. Und nachdem er die Bremsen bei ihm steckt, haben wir einen Kaffee auf der weißen Scheibe machen können. Oh. Ja. 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 Nein, wir haben einen netten Parkplatz da gekriegt. Und was halt cool ist in der Gegend, den Tipp gebe ich euch auch. Ich habe da ein paar Mal schon gearbeitet und wir waren ja schon ein paar mit Rick herum. Für ihn ist das erste Mal der Pinz jetzt in die Gegend da. Wirklich für die Biker voll ambitioniert, die sind uns echt cool gemacht, geile Trails. Und mit den ganzen Seen im Sommer, das ist schon was. Und die Location mit Zugspitzen, hinten schaust du schon Sachen, die Zugspitzen, ist das schon eine tolle Sache. Also diesmal der Trail offiziell, mit Dreck, mit Bipapo, mit Zufahrt, mit Abfahrt, mit Name. Also Pinzeltrail willkommen. Rubikstar eben nicht, aber Pinzeltrail willkommen. Ohne Übernachtungsmöglichkeit. Und jetzt geht's auch schon direkt los von dem Ort, wo wir gefrühstückt haben. Am Weißen See, mitten in den Blindsee Trail. Der Martin ist schon voll motiviert. Ja, echt cool. Also mir taugt es voll, dass das so wenig los ist. Das genieße ich gerade voll, weil letztes Mal die Ricky auch mit dem noch nicht mehr auf die Straße gekommen war. Ja. Nein, das war Wahnsinn. Und wir sind noch nicht mehr heimgekommen, gell? Gefühlt, nein. Ja. Jetzt geht's los. Ersten Trail. Jetzt radeln wir entlang mit Blick auf die Zugspitze. Tut, tut! Ah! Boah, boah, scheiße, da ist der erste Platten nicht mehr weit! Oh. Krass! Was für ein Beginn direkt nach dem Frühstück!
An, wie klar das Wasser hier ist. Da macht der Martin jetzt gerade Fotos, halb unter Wasser, halb über Wasser. Mal schauen, wie die nachher ausschauen. Falls ich es nicht ins Video schneiden kann, weil es noch nicht fertig ist, lohnt sich also ein Blick auf den Blog und auf Facebook sowie Instagram. Aber das Wasser ist echt Wahnsinn und hier geht direkt der Trail durch. Der Biber kriegt auch einen Helm, weil Sicherheit geht vor. Sehr nett ist es hier. Uah! So warm ist doch gar nicht. Bleib ein bisschen Gummi. Ja, dann fürs Video. Wir lieben ja Gegenanstiege. Ja. Jetzt eben den Blick auf die Zugspitze und das gerade eben bei der Wachter steigt, der ist familientauglich und kann sogar mit so einem Streamliner oder eben Thule-Anhänger oder was auch immer befahren werden. Genau, die ausgeschrieben sogar. Da kommt man gerade her. Zugegeben, der Strommast und die Liftanlage stört ein bisschen, aber sonst schaut es echt schon wieder super aus, das Panorama hier. Jetzt wieder in die Gegenrichtung. Auch ein saugeiler Blick. Also aussichtsmäßig hier schon mal top. Da hinten ist ein Drachensee drin und die, was sie kennen. Schau mal, wie da Streitung macht in die Wicke. Ja. Wir machen die auch jetzt was zu mir, weil es dazu gar nicht. Das ist jetzt eben der Uphill zum Blindsee Trail. Im Hintergrund habt ihr links die Zugspitze, rechts die Alpspitze und ja, es ist echt absolut idyllisch. Die Gondel hat halt noch zu, das ist unser großer Vorteil und die beiden genießen es gerade auch. Sehr viel mit Gondel fahren. Ja, früher ist er noch Gondel gefahren. Damals, als sie noch gelaufen sind, gell? Am 15. geht es übrigens wieder los. 15. Juni für alle, die die Waldgondel fahren wollen. Ich habe so geschwitzt, dass ich sogar meinen Zopf auswinden kann. Schaut mal. Das ist echt krass. Es war zwar heiß, aber es ist mir gar nicht so aufgefallen. Und hier wird jetzt kurz mal abgekühlt. Zumindest ein bisschen. Und wie ist die Temperatur? Ja, ja. Wieder mal süß, wenn auf den Wasser Schnee gemacht. Grobfeuche. Ja. Die Haare sind zwar schon nass, aber nochmal brauchen sie nicht nass werden. Oh. Oh. Das erfrischt schon gut. Jetzt geht es noch ungefähr 50 bis 70 Höhenmeter im Trail bergauf, bevor wir dann zu einem Gipfelkreuz kommen und wir dann runterballern dürfen. Juhu!
heute ist so warm, dass uns von einem zum anderen Wasser zieht. Ah, wow. Das gleiche muss man aber jetzt gar nicht mehr das. Nochmal ein Wahnsinnsausblick. Irre, ja. Das ist der Blindsee jetzt. Ja, genau. Da haben wir gestern hochgeschaut. Jetzt schauen wir runter. Wahnsinn. Jetzt freue ich mich so auf Rotauch. Kann ein Trail definitiv rauskommen. Finale Ligure der Alpen. Stimmt. Wenn die Grenzen dicht sind, muss man sich eben die Regionen zu Hause suchen. Ich habe einen Feldstrahl mit, man schmeckt es mir wie einfach. Yeah.
passiert, wenn man die Abkürzung nimmt, nicht ringsrum um den See, sondern eben die kurze Seite. Das Marathon gehen, er kann. Ah, und was ist das? Erkennt ihr den Fahrer? Ab in die Kommentare. Rachel. Welche Gruppe das war? Natürlich im Wheelie absolviert werden. Oder mit einem stoppigen Ende. Wahlweise. Man grüßt es aus. Ja, besser. Und das ist jetzt eben dieses technische Gebrechen, von dem wir euch erzählt haben. Jetzt ist einmal hops. Dort scrapped the life bei der Horns. So schaut's aus. Die hat uns gestern aufgelost. Nicht wirklich gut. Ein bisschen wie ein alter Suppentopf, der was nicht geputzt worden ist. Und hier im Vergleich dazu die andere Bremsscheibe vorne. Die ist halt noch silber, genau, so wie sie eigentlich gehört. Und ja, jetzt probieren wir halt gemütlich fahren. Geht eine Zeit, man muss halt immer wieder die Temperatur kontrollieren und wenn es im Lenkrad schlagen anfängt, dann sollte man anhalten. Also ich habe da so einen ÖMTC-Schutzbrief. Das heißt bei uns in Österreich, da kann man das Auto abschleppen lassen innerhalb von der EU. Und falls das nicht ist, dann lassen wir einfach abschleppen und fertig. Genau. Ist eigentlich nichts Großes, gell? Das Problem ist halt nur, dass man da halt einfach eine Werkstatt braucht mit Hebebühne. Hast du eine daheim? Nein, leider. Ich habe auch keine Dachteile dabei. Was cool ist halt bei solchen Autos, einen Tipp gebe ich euch, wenn ihr euch alte Autos kauft, kauft Autos, die was viele Modelle am Markt sind. Also der ist kompatibel mit dem Grand Cherokee, mit dem Cherokee, mit dem KK, also glaube ich, mit dem Jeep relativ viel und mit Dodge intern relativ viel. Jetzt hat man halt nicht das Problem, dass man da halt immer dumm tun muss. Also Exot ist er zwar, aber kompatibel mit den Teilen. Bei einem alten Auto. Bei nein ist ja wurscht, ob sie Garantie. Vor allem, die halten nicht nur 3 Jahre. Außer Elektroauto, der halt 1 Jahr, glaube ich. Oder E-Bike lebt da auch 4 Monate. Super. Ja. Essen haben wir noch dabei, falls wir nicht mehr. Genau, essen und wir können drin schlafen. Genau. Stimmt. Ja. Cool war es auf jeden Fall. Wieder mal da sein in der Gegend. Und einmal privat durch. Spaß, war ja. Richtig cool. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen auf der anderen Seite von der Linse. Und der Petra scheinbar ja ein bisschen, oder? Für uns geht es jetzt weiter ins Wipta. Morgen sind wir wieder im Wipta, wo wir gestartet haben. Dann haben wir unser Trans-Tirol durch. Tour de Tirol. Und was uns morgen noch blüht, wissen wir nicht ganz, aber etwas. Was Gutes! Juhu!